Mittwochabend, 20 Uhr in der Feuerwache Els. 50 ehrenamtliche aktive Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr treffen sich hier zur wöchentlichen Übung. Hilmar von Schenk, der Gemeindebrandinspektor und Wehrführer der Wache Els, präsentiert voller Stolz die harte Arbeit seiner Männer und Frauen. Die ganze Bandbreite des Feuerwehrwesens decken wir ab, von Mülltonnenbrand bis zum Großbrand in Gewerbebetrieben, von der Katze auf dem Baum bis hin zum schweren LKW-Unfall auf der Autobahn. Wir üben jede Woche an jedem Mittwoch ab 20 Uhr hier in diesem Gebäude oder in der Umgebung. Und wir suchen ständig weitere Unterstützer, die bei uns mitmachen und das so toll finden, wie wir das hier finden. Wir haben ein buntes Team, wir haben immer gute Laune und wir sind für jeden Spaß zu haben. Auch wenn der Spaß und die Freude an der Kameradschaft von Wehrführer Hilmar von Schenk betont wird, der gebotene Ernst und Wille, Menschenleben zu retten und Feuer zu bezwingen, ist auch bei jeder Übung zugegen. Der Atemschutztrupp ist immer besonders gefordert. Sie stecken in ihren mehrlagigen, schützenden Anzügen und tragen obendrein auch noch schweres Atemgerät. Simuliert wird ein Gebäudebrand, in dem Menschen gerettet werden. Alle Handgriffe werden in konzentrierter Ruhe routiniert ausgeführt. Angriffsdruck zur Menschenrettung im zweiten Obergeschoss. Zuerst gilt es, nach Verletzten zu suchen. Eine Aufgabe des Atemschutztrupps, der mit viel Gewicht, Rettungshauben, Axt und Schlauch bewaffnet, sich durchs Treppenhaus kämpft. Die Drehleiter rückt an zur Rettung Eingeschlossener. Als letztes Fahrzeug rückt das Tanklöschfahrzeug mit 4000 Litern Wassertank an. Auch hier ist es sehr wichtig, dass die Brandbekämpfer sich mit der sich stetig weiterentwickelnden Technik auskennen und alle Knöpfe, Hebel, Schieber und Ventile im Schlaf bedienen können. Brände bekämpfen und Menschenleben retten erfordert unter anderem ein stetig gut geschultes Wissen zur Physik und Chemie eines Feuers, zur Rettung und Erstversorgung von Verletzten sowie tiefgreifende Kenntnisse zur Technik der eingesetzten Gerätschaften und Fahrzeuge. Die ehrenamtlichen freiwilligen Wehrleute üben neben ihrem Hauptberuf eine manchmal seelisch belastende, eine kräftezehrende, umfangreiche Tätigkeit aus, die in unserem Alltag leider viel zu selten geschätzt und geachtet wird. Der Atemschutztrupp hat seine Übung erfolgreich beendet. Nicht nur das Löschfahrzeug wurde um viele Liter Wasser erleichtert, auch die Wehrleute haben in der Hitze des Feuers und bei ihrer körperlich sehr anstrengenden Tätigkeit einiges an Wasser verloren. Dank Herzberggetränke greift bei der Feuerwehr Els künftig in solchen Situationen niemand mehr ins Leere. Männer, Erfrischung! Das dann? Ah, ich glaube, ich habe da was anderes für euch. Und das Allerbeste ist,
dass wir jetzt auch im Sommer, wenn es mal richtig heiß wird, auch uns richtig abkühlen können. Vielen Dank an die Firma Herzberg für die Getränke. Liebe Feuerwehrkameradinnen, liebe Feuerwehrkameraden, wir sagen danke, danke an alle Helfer im Landkreis Limburg-Weilburg, an alle Feuerwehrfrauen, Feuerwehrmänner, an alle Angehörigen, an alle Familienmitglieder. Uns als Firma Herzberg Getränke ist es besonders wichtig, das Ehrenamt im Landkreis Limburg-Weilburg zu unterstützen. Deswegen haben wir für ein Jahr für die Jugendarbeit, aber auch für die Feuerwehreinsatzkräfte ein Jahr Wasser spendiert, Apfelsaftschorle, das Ganze mit Unterstützung der Radeberger Gruppe, nämlich mit Zeltes Mineralbrunnen, die auch in unserem wunderschönen Landkreis sitzen. Wir können nur aus tiefem Herzen sagen, macht genauso weiter. Wir sind stolz auf jeden einzelnen Feuerwehrmann, jede einzelne Feuerwehrfrau, aber auch auf jeden anderen, der sich ehrenamtlich bei uns hier im Landkreis und weit darüber hinaus engagiert. Wir sind stolz auf euch, vielen, vielen Dank und macht weiter so. Das war Bitte!